Willkommen zurück, liebe Leute, zu Heavy Rain. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und gehen jetzt die dritte Prüfung an vom Origami-Killer. Sind Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten? Sie haben 5 Minuten Zeit, um sich vor der Kamera ein Fingerglied abzuschneiden. Schaffen Sie es, bekommen Sie Ihre Belohnung. Ja, Leute, wie gesagt. Ich muss die Wunde desinfizieren, sonst überlebe ich das nicht. Ich brauche einen scharfen Gegenstand, der einen sauberen Schnitt macht. Ich habe keine Lust, daran herumzuhacken. Wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe, das wird die heftigste Prüfung. Einen Finger abschneiden? Niemals. Ja, das ist Alkohol, damit könnten wir das desinfizieren. Hinstellen. Wir sammeln jetzt erstmal die ganzen Sachen. Ich kann mir keinen Finger abschneiden, das geht nicht. Ich will Sean retten. Ich tue alles. Alles außer das. Wie alles außer das? Das ist Irrsinn. Ich kann es nicht. Ich will Sean retten. Aber ich weigere mich, das zu tun. Ich weiß gar nicht, was ich beim letzten Mal genommen habe. Was habe ich da genommen? Habe ich die Stange vielleicht sogar genommen? Es wäre eigentlich gar nicht so schlecht, die Stange zu nehmen, weil... Ja, hört sich jetzt ziemlich brutal an und es ist auch brutal in dem Moment. Aber wenn wir mit der Stange den Finger entfernen, wäre die Wunde direkt geschlossen. Ich könnte es schaffen, wenn ich die richtige Wahl treffe. Es muss irgendwie gehen. Ich sammle jetzt erstmal alles. Sie haben noch 4 Minuten. Ja, komm. Was ist das? Boah, was nehme ich aber? Ich weiß es nicht. Die Zange? Fünf Minuten, um mir den Finger abzuschneiden. Ich muss schnell entscheiden. Die Säge. Schon ein bisschen Saw-mäßig, oder? Ich muss da durch. Ich habe keine Wahl. Für Sean. Boah, ich will das nicht. Was passiert, wenn ich das anklicke? Das kann furchtbar in die Hose gehen. Ich rette meinen Sohn nicht, wenn ich hier sterbe. Sie haben noch 3 Minuten und 30 Sekunden. Kann ich das eigentlich auch jetzt? Okay, Leute. Puh. Was nehmen wir? Oh, weg die Scheiße. Sie haben noch 3 Minuten. Okay. Boah, ich weiß nicht mehr, was ich genommen habe. Ich weiß es absolut nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll.
Die Säge? Hä? Wieso nimmt er das Teil nicht? Weil ich das jetzt einge... Hä? Weil ich das Zeug da drüber geschüttet habe? Oder warum nimmt er das Teil nicht? Warum kann man das Ding nicht nehmen? Weil ich... Jetzt ohne Scheiß, weil ich das vielleicht da drüber gekippt hab, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich tue es, Leute, ich tue es. Shit, 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 ich weiß, ich ist sie. Ich zieh's durch. Ach du Scheiße, ich kann gar nicht hingucken. Oh Gott, das war die falsche Entscheidung. Ist der ab, der Finger? Vielleicht kann, oh Gott, vielleicht kann man jetzt das Glüheisen nehmen und die Wunde schließen damit. Ja, tu es. Ist besser so. Oh, das ist so übel. Boah, das ist so heftig, ja. Aber was ist schon ein Finger wert im Vergleich zum Kinderleben, weißt du, besonders von seinem eigenen. Aber das musst du erstmal bringen. Mit einer scheiß stumpfen Schere, warum habe ich die Schere genommen? Ach gut. Es kommt so oder so aufs Gleiche, nur dass wir verlieren so oder so den Finger. Metzger. Positiv, Lieutenant. Sind in Position. Perfekt. Keiner rührt sich, bis ich den Befehl gebe. Klar? Wir krallen ihn uns, sobald er rauskommt. Okay, Lieutenant.
Zum Glück hat die Streife den Wagen gesehen. Was macht er da drin? Wer weiß? Sie sind hier der Profiler. Sitzen direkt im Hirn des Mörders. Das ist es ja. Was ich von Ethan Mars weiß, passt überhaupt nicht ins Profil des Killers. Die Geschworenen verlassen sich eher auf Beweise als auf ihre Theorien. Verdammt, was macht die Kleine da? Wenn Mars rauskommt, wird's gefährlich für sie. Und jetzt? Soll sie raus? Nein, zurückbleiben. Madison, ne? Die Cops kennen mich nicht. Ich könnte unbemerkt in das Gebäude kommen. Ich muss Ethan warnen. Die Polizei. Sie überwachen das Gebäude, in dem Ethan ist. Sie geht rein. Vielleicht wohnt sie da. Wie auch immer, da darf auf jeden Fall keiner rumhängen, wenn Mars rauskommt. Ethan, was ist los? Die Polizei, da draußen. Ich glaube, die wollen sie verhaften. Wir müssen woanders raus. Woher weiß sie, dass er da ist? Scheiße. Was macht der bloß da drin? Wir müssen sofort hier raus. Auf meinen Befehl geht's los. Eine Lösung. Es muss eine Lösung geben. Nach oben geht nicht. Das Dach ist eine Sackgasse. Wir säßen in der Falle. Suchen wir den Flur ab. Es muss einen anderen Ausgang geben. Es geht ihm wirklich schlecht. Was ist passiert? Mir muss etwas einfallen. Und zwar ganz schnell. Ups, hab ich den Controller gegen meinen Tisch gehauen. Na komm schon. Scheiße. Es ist zu hoch. Das Fenster ist zu hoch. Ich schaffe es nie, mich hochzuziehen. Ja, da ist so eine Kiste, ist da eine Couch, ist da. Alter, ich drück doch ohne Ende. Wie schnell man drücken muss, krass. Komm, 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 komm. Oh shit. Kommt nicht in Frage. Ich komme mit Ihnen. Zwei Männer an die Tür. Position halten. Zugriff. Na komm schon. Los, hier entlang. Muss komplett durchgedreht sein. Die U-Bahn. Besser, ich lasse ihn hier und hau ab. Ich könnte noch entkommen, wenn ich gleich gehe. Nein. Er ist halb tot. Das volle Gewicht. Lange kann ich ihn nicht tragen. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Was zur Hölle? Wieso konnte ich da nicht durch? Oh Gott, hätte ich rechts rumgehen müssen? Das kann nicht sein. Oh fuck, was zur Hölle? Oh nein!
Nee. Das war jetzt ganz sicher nicht meine Absicht, dass Ethan in den Knast kommt. Ach du Scheiße, ich weiß gar nicht, was jetzt passiert. Ich bin nicht Ihr Richter. So, Leute. Es gibt allerdings jetzt einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Krass. Okay. Also jetzt, was beim nächsten Mal passiert, ist für mich komplett neu. Das kenne ich nämlich nicht. Ich glaube, damals bin ich entkommen irgendwie. Warum konnte man denn nicht vorne an dem Auto durchgehen? Das war doch... Also, die sind ja nicht 3 Meter breit oder so. Sie, ach, scheiß drauf. Leute, auf jeden Fall, ja. Puh. Was soll ich sagen? Beim nächsten Mal machen wir weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Wenn es der Fall ist, lasst eine Bewertung da. Würde mich sehr freuen. Danke dafür schon mal. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.